Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Watch Dogs. So, wir haben da im letzten Part eine Mission gestartet, die wohl irgendwie doch ein wenig schwierig sein. Und ich würde, obwohl ich es versuche, mal versuche zu vermeiden, sofort entdeckt, fand ich jetzt nicht ganz so. Weil er drauf achtet, dass man nicht da lang fährt, wo die ganzen Leute sind. Und dann doch natürlich von denen sofort entdeckt wird. Hey, Moment mal. Das war der Helikopter. Das war ein Helikopter, der mich da entdeckt hat. Ah. Why are we running from the police? They can help us. No, they won't help us. But why? So. Because they're after me. Ich bin hier weg. Und es funktioniert halt aber nicht ganz so. Vicky, listen. Ich wollte. Come on, you don't say anything. Right now I'm getting you two out of the city. Ja, ich habe jetzt diesen Helikopter da abgeschaltet und krieg's nicht hin. You're not making any sense. We don't have anything to hide, do we? So, hier wollte ich hin. So. It's complicated. So. Erstmal möglichst weit wegkommen hier von den ganzen Suchorgien hier, die nach uns suchen. Und dann wollen wir doch mal gucken, wo wir denn hin wollen überhaupt. Also richtig. Aha. Dahin also. So, und wir sind da. Dann würde ich ja mal fast sagen, wir könnten es mal versuchen mit dem, mit dieser. Versuchen? Ach so. Mit dieser Straßenbahn. Nein, diesem. Dieser Bahn. Mit. Ja, der Bahnstrecke. Bahnstrecke war. Warum? I did what I had to. Warum ist da jetzt hier? Die Bahnstrecke wird irgendwie hier gerade ein wenig kontrolliert. Okay, jetzt nicht mehr. Dann fahren wir mal querfeldein auf die Bahngleise. Nein! Weg hier. Erstmal weg hier. Erstmal weg hier. So. Können wir uns mal hier kurz verkriechen. Sehe ich den? So, der müsste abgeschaltet sein. Der Helikopter. Lalala. So, nichts und niemand hier zu sehen. Von daher gehen wir einfach mal Vollgas. Und halten drauf, was geht hier. So, und dann wollen wir doch mal gucken. Also bisher ist hier ja nirgendwo jemand zu sehen. Und die Bahngleise haben hier auch gerade freie Fahrt. Wunderhübsch, wunderprächtig. Komm ich da durch? Durch diesen Tunnel? Da, sieht gut aus. Dann ab durch diesen Tunnel. Finde ich ja schade, dass da keine Bahn fährt, aber ja, man braucht nicht alles. Okay, hier kann man nicht durch den Tunnel. Dann nehmen wir halt ab hier die Straße. So. Auf der Straße ist hier gerade auch lala, nichts los. Außer ein paar normale Verkehrsteilnehmer und ein paar Fußgänger und herbstlich aussehende Bäume. Ja, die Bullen haben scheinbar nicht gerafft, dass wir es geschafft haben zu entkommen. So. Obwohl hier doch einige Unfälle, boah, die werden aber, ja, Gott sei Dank, nicht gemeldet. Wenn sie mich irgendwelche Leute entdecken, wo ich da irgendwie
rumballer oder zeigt, wer mein Gesicht gezeigt ist. Von auf so einem großen Bildschirm da melden sich die Leute sofort. Aber wenn ich Unfälle baue, da ist noch nicht so. Es sei denn, ich fahre Leute um. Das ist dann. Ach, was nun? Da war aber niemand. Didn't have to be this way, but what other options do we have? Are we okay? Remember when we were kids? And I would follow you? And you'd try and get away from me, and stupid me, I kept trying. I didn't like your cars or hockey. And your friends were gross. I followed you because I idolized you. Like Jackson does. And I kept hoping that you want me around, but eventually I just hoped that you would look back. All I can say is I'm sorry. I'm not following you anymore. I know. All right, sweetie. We're leaving now. Say goodbye to your uncle later. Are you coming with us? No. Your uncle's staying here. Bye, Jax. Jo, der Onkel Aiden hat noch ein bisschen was zu tun. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns wiedersehen. So, diese Mission wäre auch schon wieder beendet. Geht schnell irgendwie jetzt hier. Momentan. So. Jetzt würde ich sagen. Cool, I found something that'll shed light on who you're looking for. Are you ready for this? Probably not. Play it anyway. I want you to run an errand for me, Mr. Irak. Right. Their name and address for this errand, Mr. Quinn. Brinks and Pierce. Make a strong warning. Get the family if you have to. Sir, yes, sir. What they do? Not your concern, Mr. Rack. Do as you're told. And I'll let you be in charge of the auction next year. He's one cold son of a bitch. Fucking Quinn. It was just supposed to be a fast job, a big payoff, no problem. Fucking mob boss. It ain't my place to tell you what to do, but in case you're wondering, Quinn's got some charity thing going on. At his hotel, the Merlot. Nikki'll never come back. Zombies voraus. Driven her from her home, from me. I know she's safe. Was ist das denn hier überhaupt? They're both safe. Erinnern? Na, Quinn. Ihm? Erinnern? Hä? Hieß doch auch eine Mission? He's the ghost I've been chasing. Well, now he'll answer to me.
Dieser Ort löst bei Aiden Pierce eine aufwühlende Erinnerung aus. Aha. Oh, da hat es auch einen Grabstein. Das gucken wir uns mal an. Aha. Das war wohl irgendwie so ein. War das jetzt der Unfall? Bei dem. Nikki will never come back. I've driven her from her home, from me. I know she's safe. They're both safe. Aha. Now Quinn. Lucky Quinn. He's brought all of this on us. He's the ghost I've been chasing. Well, now it'll answer to me. Ist hier also deine Nichte gestorben, Aiden? Wenn ich mir das so betrachte. So, Auto klauen oder Auto liefern lassen? Ich würde sagen, erst mal gucken, wo wir hin müssen. So, wieder ewig weit. Ich mir das so betrachte. Naja, gehen wir mal hier hin. Und lassen uns dann noch gleich ein Auto bringen. Und dann fahren wir dahin. So. Finde ich eigentlich ganz praktisch mit dieser Schnellreise. Da kommen wir uns schnell zu der einen. Zu einer Stelle teleportieren quasi. Braucht das nicht selber zu fahren. So, holen wir uns dieses Auto wieder. So. Moment. Na. Du könntest auch da lang gehen, Aiden. Wäre kürzer. Da könnten wir was sprengen, aber das macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Ach, da steht das Auto. Fein. Hast du gut gemacht, wer auch immer du bist, der mir hier die Autos bringt. Ach so. Man könnte natürlich... wo waren das jetzt hier? Das Ding auch noch markieren. Dass wir wissen, wo wir lang müssen. So, und Vollgas! Geh mir aus dem Weg. Du hast doch keine Ahnung. So, ja, toll. Ich mache hier gerade mit den... mit den Missionen, ja, was ich will. Ich fahr jetzt, ja, das passiert hier gerade öfter. Ja, geradeaus müssen wir noch. Hallöchen. Na, jetzt haben wir wieder, haben wir gerade ein paar hübsche Legs. Die machen Spaß. Ach du Schande. Noch über einen Kilometer zu fahren. Ja, das macht allerdings mit solchen Lecks jetzt nicht sonderlich Spaß. Aber solange es im Rahmen bleibt, was ich hoffe, dass es tut. Naja, irgendwie so, habe irgendwie so das Gefühl, dass es nicht im Rahmen bleiben will. Aber was auch, was ich ja gerade sagen wollte, wo ich hier durch die Lecks unterbrochen wurde. Ja, momentan passiert es ja gerade so, dass ich irgendwie, ja, eine Mission starte und dann direkt den Part beende. Mal gucken, ob das jetzt hier gleich wieder so passiert. Das war es nicht im Sinne des Erfinders. Was habe ich denn da gemacht gerade? Das war jetzt gerade überhaupt nicht so die feine Englische, ne?
Einfach mal volle Pulle geradeaus. Irgendwie Verbrecherkonvoi. Nein. Wollen wir nicht. Keine Lust. Kein Bedarf. So, hier haben wir wieder ein lila Auto. Upsala, da ist ja schon die Mission. Na? Hat irgendwie ein Problem? So, Missionen haben wir. Hä? Wir haben schon mal eine Mission bei einer Skulptur gehabt. Und das ist auch jetzt irgendwie so was Skulpturmäßiges. Kein Weg zurück. Na, da wollen wir doch mal gucken. Ja, aber diesmal werde ich die Mission nicht starten und direkt den Part beenden. Because of this place, because of Lucky Quinn. He ordered the attack on me, on my family. Well, he's gonna tell me why. And then he's gonna die. Aha. Erreichen Sie das Merlo Hotel. It's me. Where are you? We should meet. I've always made my money finding information for people. The harder it was to find, the more money I made. You didn't know what they do. I'm going to fix things. There's nothing to fix. I'm sorry, Aiden. Clara, what's going on? What are you gonna do? Was? Ist der Server aufgelegt? So, ich muss doch noch mal was. Na, hier, Fortschritt. War das jetzt hier? 6 von 8. Also ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommen wird. Und also das ist jetzt auf jeden Fall eine Mission. Danach kommt die letzte von Akt 4 dann bereits. Also das ist ja schon die 7. Mission von Akt 4. Danach kommt schon die letzte. Und dann noch das Finale, so wie es aussieht. Also ich bin schon mal mega mäßig gespannt. Jetzt wollen wir erst einmal, ja, ich denke mal, erreichen. Das Stückchen noch. Gucken, ob mal eine Teilaufgabe. Da ist doch schon einer, der nach mir guckt, oder? Erreichen Sie das mal, Hotel, ja toll. Belauschen Sie Quinns Party und finden Sie ihn. Ja. Kann sich doch hier so hinhocken. Gut, wo ist denn da ein Typ? Gut, weißt was? Hacken wir das Ding da mal. Quinn gefunden, Kamerazugriff. Steht in geschäftlicher Verbindung zu Lucky Quinn. I am sorry, but I warned you. Politicians are not capable of brief speeches. Religiös konservativ. Before becoming mayor. Donovan Rushmore. Even before I was in politics at all. Ah, da ist der Lucky and I Quinn. Mutlich weiß ich aber, ist das Chicago's The Host Club. What I know about Lucky. Funny, you know. After knowing him for so long, I only recently just started calling him Lucky. Where was I? Not many know as well as I do. How big Lucky's heart is. Generous to our city. And now with his charity stretching around the world, his generosity knows no bounds. I'd like to propose a toast to Lucky Quinn. Mayor Rushmore, everyone. Thanks very much, Mayor. Enjoy your evening, everyone. Thank you for helping a great cause. My husband's contributed a large sum in the past to the cause. I'm sure we'll do it again this year. She doesn't drink any more champagne. Who was the man I saw Quinn with earlier? The tall man with the accent. Sounded Russian. No, you're not listening to me. It was Ah, la la.
gang shootings and that godforsaken auction fiasco. You've made both of us targets. You wanted to be mayor. Do your bloody job. You say what I told you to say. Your men took out Iraq. Our fine mayor. Battling. Gang crime. Rose would be so proud. How dare you? Give me that damn video. You're out. When I say you're out. Gave your speech. Now please, leave my hotel. I have more important matters than you. You've ruined me. I'm not gonna stand for it anymore. Are you listening to me, Lucky? Greifen Sie aus das Hotelwerk zu und deaktivieren Sie die Sicherheitssysteme. Alles klar. Ist dieser Lucky Quinn? Ist das derselbe Typ, der ziemlich am Anfang... Aha. Was? Sieht sich regelmäßig... Warteliste auf Ledertransportation. Und hier sieht sich regelmäßig Gewaltpornos an. Ja, 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 ja. Unglaublich. Und die Vögel da rum, oder was? So, aber ich würde mal sagen... Machen wir hier mal wieder einen kleinen Schnitt. Zeitdruck habe ich hier jetzt gerade keinen. Naja, es geht wieder hier um die Ecke ins Räumliche. Aber das stellt kein Problem dar. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.